Da sind wir wieder mit Leisure Suit Larry, Wet Dreams, Dry Twice. Also wir haben noch keinen Weg zum Darknet gefunden oder zum Tor gefunden. Aber ich will mal was anderes versuchen. Fangen wir bei ihr mal an. Ob uns jemand hier eine Karte zeichnen könnte. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen? Lefty? Oh, okay, Kannst du Lefty. Vielleicht den Weg zum Darknet hier einzeichnen? Aber natürlich. Meine Wegbeschreibung ins Hauptquartier hierher hat ja offenbar auch funktioniert. Dabei hatte ich nicht mal Zeit, die komplett fertig zu bekommen. Ach, wir sind mit einer unfertigen Karte durch die Gegend gelaufen. Und das hat dich so tatsächlich nicht in die Grube des Todes geführt? Nein. Grube des Todes? Ich bin hier in einem Stück angekommen. Na, was für ein Glück. Gib mal her. Ich zeichne dir den Weg zum Darknet ein. Am besten auch so, dass du nicht in die Sense der Sensibilität gehst. Sense der Sensibilität? Was gibt's denn hier für Todesfallen? Hier, danke. Das wird für dich ein... Aber denk dran, du musst über Tor ins Darknet. Das sagte Nari schon. Du bist ja findig. Und das meinte sie auch schon. Wirklich? Wir hätten jetzt einfach nur eine neue Karte gebraucht. Das ist jetzt die Wegbeschreibung von El Comandante. Also, ich hab's mir erhofft, aber ich hab da nicht mit gerechnet. Okay. Okay, wir dürfen nicht nach Norden, wenn wir ein Klo, eine Glühbirne, ein Zug, Musik, ein rotes Fass oder ein leckendes Rohr haben. Okay. Wir dürfen nicht nach Osten, wenn wir Stöhnen hören, hier Liebesgeräusche, chinesische Schriftzeichen. Wo dürfen wir noch nicht? Eine Maus oder eine Mausefalle, Hund oder Stromkabel. Wir dürfen nicht nach links bei einem grünen Schild, bei einer grünen Leuchte oder bei Pfeilen nach rechts. Wir dürfen. Wir machen jetzt einfach von Raum zu Raum. Erstmal in die Tunnel, ins Labyrinth. Okay, was haben wir hier? Ein Dino. Drei Pfeile nach links. Mausefallen, Mauseloch. Das ist jetzt die Wegbeschreibung von. Glaube ich, schreibe mir das mal eben kurz auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Ich habe mir die Wegbeschreibung mal eben aufgeschrieben. Wir dürfen nicht nach Norden. Wenn wir ein Klo, eine Glühbirne, Zuggeräusche, Musik, ein rotes Fass oder ein leckendes Rohr haben. Wir dürfen nicht nach Westen. Wenn wir Polizei haben, Dino, grüne Lampe, Pfeile rechts. Wir dürfen nicht nach Osten, wenn wir ein Stöhnen hören, wenn wir ein Schild sehen, wenn wir ein Schild mit asiatischen Schriftzeichen haben, wenn wir ein Hundegebell hören, wenn wir kaputtes Stromkabel mit Funken hören oder sehen, Mauseloch haben und Mausefallen. Also wir dürfen hier schon mal nicht nach Osten. Ein Dino haben wir hier. Beim Dino dürfen wir auch nicht nach Westen, geht ja eh nicht. Drei Pfeile links dürfen wir auch nicht nach Süden, geht auch nicht. Es geht also erstmal nach Norden. Gut, chinesische Schriftzeichen, grüne Lampe, stöhnende Menschen. Stöhnende Menschen war... Achso, und Pfeile nach rechts. Grüne Lampe, wir dürfen nicht nach Westen. Wir dürfen schon mal nicht nach Westen. Blaues Fass. Wir dürfen nicht nach Süden. Bleibt ja nur noch... Das über. Moment. Ah, nee, das war falsch. Warum war das jetzt falsch? Das okay. Hier haben wir eine Mausefalle. Da haben wir... Und ein Hundegebell. Mausefalle ist nicht nach Osten. Also hier nicht mehr zurück.
Stromkabel. Stromkabel auch nicht nach Osten. Hondigebell. Hondigebell. Ich suche gerade auf meine Liste. Hondigebell auch nicht nach Osten. Pfeile nach links. Drei Pfeile nach links, nicht nach Süden. Geht es hier eh nicht. Also ab nach Norden. Ich glaube, ich... Eine rote Lampe. Eine rote Lampe. Eine rote Lampe ist, wir dürfen nicht nach Süden. Mausefalle im Mauseloch, wir dürfen nicht nach Osten. Habe ich hier irgendwas falsch aufgeschrieben? Nicht nach Norden beim roten Fass und deckendes Rohr. Nicht nach Norden bei Klo und Glühbirne. Beim Zug und Musik. Polizei. Nicht nach Westen. Dino. Auch nicht nach Westen. Und grüne Lampe und die drei Pfeile nach rechts, auch nicht nach Westen. Soweit stimmt meine Liste noch. Nicht nach Süden, also nicht nach unten. Rote Lampe, Pfeile nach links. Rote Lampe, rote Lampe, rote Lampe, Pfeile nach links. Ein Auto. Ein blaues Fass. Gut. Dann stimmt meine Liste soweit. Aber wir hatten hier jetzt gerade Musik. Wir haben hier eine rote Lampe. Das heißt, wir können nicht nach Süden. Wir haben hier die drei Pfeile nach rechts. Das heißt, drei Pfeile nach rechts. Wir dürfen nicht nach Westen. Was hält uns von der Tür nach Osten ab? Mauseloch, Mausefalle. Aber es kann nur die eine Tür hier sein. Okay. Oh, wir dürfen nirgends mehr lang. Auto. Wir haben ein rotes Fass. Wir haben ein blaues Fass. Das heißt, wir dürfen nicht nach oben, nicht nach unten. Wir dürfen nicht nach oben, nicht nach unten. Chinesische Schrift zeigen. Wir dürfen nicht nach rechts. Der Dino. Wir dürfen nicht nach links. Grüne Lampe. Grüne Lampe, grüne Lampe, grüne Lampe. Wir dürfen nicht nach links. Wir können nur nach unten. Wir können nur nach unten, aber das blaue Fass sagt was anderes. Das ist hier ziemlich verwirrend. Ach, du ahnst es nicht. Okay, die Pfeile. Und Geräusche. Ja, genau. Wir gehen jetzt erstmal nur nach dem Visuellen. Wir gehen jetzt nur nach dem Visuellen, nicht nach dem, was wir hören. Wir lassen jetzt mal die Geräusche außen vor. Die Pfeile links und rechts. Wir können weder nach Süden noch nach Westen. Gut. Der Dino ist auch Westen. Chinesisches Schriftzeichen ist Osten. Das heißt, wir können nur nach Süden. Mom. Das war falsch. Irgendwas ist an dieser Liste falsch. Blaues Fass. Mauseloch. Können hier nicht hin. Blaues Fass, blaues Fass, blaues Fass.
Wir können nicht nach Süden, wir können nicht dahin. Also, ab nach Norden. Blaues Fass, rotes Fass. Puh. Auto. Rotes Fass, können nicht nach Norden. Auto, wir können nicht nach Süden. Blaues Fass, wir können nicht nach Süden. Klo, wir können nicht nach Norden. Hoch und runter geht schon mal nicht. Es geht also nur nach Osten. Außer wir haben hier irgendwo eine Geheimtür. Wer hat sich das einfallen lassen? Störende Menschen. Wir können nicht nach Osten. Können auch nicht gleich zweimal in die gleiche Richtung, oder? Okay. So, die Pfeile nach rechts ist nach Westen. Polizei ist nach Westen. Stöhnen ist nach Osten. Die beiden gehen schon mal nicht. Rotes Fass nach Norden geht auch nicht. Pfeile rechts nach Westen hatten wir ein Dino-Schild. Nach Süden. Nach Süden wären die Pfeile nach links. Das ist hier ziemlich verwirrend. Puh, rotes Fass, blaues Fass. Weder nach Norden noch nach Süden. Nicht hoch, nicht runter. Links Pfeil. Nach Süden. Rechts Pfeil. Nach Westen. Geht also nur nach Osten. Ah, ich habe die Lampen übersehen. Huh, ging aber gut. Rote Lampe, grüne Lampe. Nicht nach Westen. Nicht nach Osten. Wegen der Mausefalle. Da war ein Hund und da war ein Auto zu hören. Das heißt, nicht nach Süden, nicht nach Osten. Dann bleibt nur Norden über. Wollt mich doch verarschen. Polizei. Polizei, nicht nach Westen. Rotes Fass, nicht nach Norden. Die beiden scheiden schon mal aus. Leckendes Rohr haben wir hier auch. Beide Lampen. Rote Lampe, nicht nach Süden. Manchmal geht mir das mit der Pi-Steuerung hier so ein bisschen auf die Nerven. Bleibt nur die Richtung. Moment, war ich hier nicht schon mal? Oh. Es ist so nervig. Es ist so nervig, dieses Rätsel. Ich weiß jetzt auch nicht, müssen wir auf die Geräusche achten? Weil wenn wir die jetzt mal außer Acht lassen, dann haben wir hier ein blaues Fass. Heißt nicht nach Süden, geht ja eh nicht. Nach Osten geht eh nicht, obwohl wir Mauseloch haben. Pfeile nach rechts. Nach Westen geht auch nicht. Bleibt nur Norden über. Wir achten jetzt mal überhaupt nicht auf die Geräusche, sondern wirklich nur auf das, was wir sehen. Das kommt mir bekannt. Pfeile links. Wäre nach Süden. Oder lese ich die Karte komplett falsch? Nee. Durchgestrichen. Okay. Pfeile links. Pfeile links nach Süden dürfen wir nicht. Wir können dann höchstens nach Norden oder nach Osten. Schriftzeichen. Schriftzeichen nach Osten geht schon mal nicht.
Rote Lampe, grüne Lampe. Grüne Lampe, nach Westen haben wir keine Tür. Rote Lampe, rote Lampe, rote Lampe. Nach Süden geht er. Geht also nur nach Norden. Scheiß auf die Geräusche. Rotes Fass. Nach Norden geht nicht. Pfeile nach links. Nach Süden geht nicht. Dino. Nach Westen geht auch nicht. Nach Osten, was haben wir da? Stöhnen, Schild mit asiatischen Schriftzeichen, Hund, Stromkabel, Maus. Kann nur nach Osten. Wir lassen jetzt wirklich die Geräusche mal außer Acht. Okay, Mausefalle, Mauseloch. Nach Osten geht schon mal nicht. Nach Norden wäre rotes Fass, Klo, Glühbirne. Erstmal ausschließen, was nicht geht. Nach Osten geht nicht. Pfeile nach links. Nach Süden geht auch nicht. Rote Lampe nach Süden. Grüne Lampe nach Westen. Es geht nur nach Norden. Moment. War ich? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Das glaube ich auch, mein Freund. So, ab. Mom. Ich glaube, das ist immer zufällig generiert, in was für einen Raum wir hier gerade landen. So, Pfeile nach rechts. Nach Westen. Geht nicht. Eine andere Tür haben wir nicht, also nach Norden. Was vom roten Fass her schon mal nicht geht. Ich glaube. Rotes Fass, Norden geht nicht. Nach Osten geht auch nicht. Mom. Ich verstehe es einfach vorne und hinten nicht. Kannst du uns noch besser die Karte aufzeichnen? Das würde. Weil er sagt ja immer, er ist ein visueller Mensch. Was? Nicht so überdacht. Wir sind sie. Was hast du denn Larry. Psycho. Nein, ich bin was für. Und ich verstehe. Ich habe aber dem. Ja, bla 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 bla. Ich. Oder müssen wir hier durch? Aber hier können wir ja nicht durch. Hier können wir auch nicht durch. Und da. Ja, da kann ich. Der Rost hat sich. Brauchen wir einen Rostdöser. Und da können wir auch nicht rein. Wir müssen durchs Labyrinth. Wir müssen irgendwie durchs Labyrinth. Haben wir hier noch irgendwas zum Einsammeln? Natürlich nicht. Oder geht's irgendwo noch in andere Tunnel rein? In den Tunnel? Nein, es geht nur in diesen Tunnel. Es geht nur in diesen Tunnel. Links, rechts die Pfeile. Geht nicht nach Süden, geht nicht nach Westen. Wir haben keine Tür im Westen. Rotes Fass darf nicht nach Norden. Blaues Fass darf nicht nach Süden. Oder muss dann immer danach gehen, was da die Mehrzahl ist. Weil bei der Mehrzahl, in welche Richtung wir jetzt dürften, wird Süden mit den Pfeilen ausgeschlossen, mit dem Fass, mit dem blauen Fass, mit der roten Lampe, mit den drei Pfeilen links. Nach Westen können wir eh nicht.
Nach Osten wird auch ausgeschlagen. Müssen wir nach Norden. So, was spricht gegen Norden? Autogeräusche sprechen gegen Süden. Die Pfeile sprechen gegen Süden. Das blaue Licht spricht gegen den Süden. Das Klo spricht gegen den Norden. Die grüne Lampe. Die grüne Lampe spricht gegen Westen, also geht's nur nach Osten. Immer nach Osten. Das kommt mir. Hundegebell. Nicht nach Osten. Nicht nach Osten, chinesische Schriftzeichen. Die Pfeile nach rechts. Nicht nach Westen. Dino, nicht nach Westen. Grüne Lampe. Nicht nach Westen. Rote Lampe. Nicht nach Süden. Nicht nach Süden. Nach Süden haben wir rote Lampe. Pfeile links. Wir haben nur eins, was gegen Süden spricht. Wir haben aber das rote Fass. Ja, okay, wir haben auch nur eins. Nee, und das leckende Rohr. Sprechen gegen Norden. Die Stromkabel sprechen auch gegen Osten. Gegen Süden spricht. Gegen Süden spricht eigentlich nur das Schild mit den asiatischen Schriftzeichen, oder? Nee, das Stromkabel auch. Wir gehen nochmal nach Norden. Mom. Uff, ich verstehe das Rätsel nicht und... Ich verstehe das Rätsel irgendwie nicht. Wir dürfen nicht zweimal in dieselbe Richtung. Die erste Tür im Labyrinth geht nach Norden. Das ist hier. Laut Nari. Gut. Das spricht schon mal gegen Osten. Wir haben drei gegen Osten. Rote Lampe gegen Süden. Drei Pfeile links, Süden. Grüne Lampe, Westen haben wir nicht. Moment, war ich hier nicht schon mal? Also, falls ihr irgendwie einen Tipp habt, nicht unbedingt mit der offensichtlichsten Lösung, einfach nur einen kleinen Tipp habt von wegen, achte vielleicht mal darauf oder da drauf, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, denn ich bin gerade doch etwas überfordert. Und bevor wir hier 10 Folgen lang jetzt nur durchs Labyrinth rennen, würde ich sagen, wir versuchen es noch einmal in der nächsten Folge und hoffen, dass wir dann endlich zum Tor ins Darknet kommen.